Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt gemeinsam hier sein können, Herr, und der Predigt von Andi zuhören dürfen, Herr, dass wir unsere Herzen jetzt nicht verschließen, sondern dir öffnen, dass du, wenn du an unsere Tür klopfst, dass wir unsere Herzenstür dir öffnen, Herr, und dass wir immer im Hinterkopf haben, dass wir keinen Kummer und keine Sorgen haben sollten, Herr, dass wir immer darauf vertrauen, dass du für uns da bist, dass du für uns, für jeden Einzelnen von uns gestorben bist und dass, wenn wir dich anbeten, Herr, dass wir uns immer gut und tapfer fühlen dürfen, Herr. Wir bitten dich jetzt für den Verlauf der Predigt, bitte segne du Andi, segne du uns, dass wir unsere Ohren öffnen und diese Botschaft auch einnehmen. Darum bitten wir dich jetzt und wir danken dir dafür, im Namen Jesu. Amen. Amen. Herzlich möchte euch, liebe Gemeinde, liebe Gäste, an diesem Sabbat, wundervollen Sabbatmorgen begrüßen. Und ich denke auch mit einem wundervollen Thema. Und zwar studieren wir ja zurzeit in der Sabbatschullektion die Endzeit. Oder anders gesagt auch die Prophetie, das Zeitgeschehen. Und wir auch als diese Lektion das Thema hatten. Und das fand ich auch eine sehr gute Anregung von unserem Bruder Soran, dass der halt die Anregung geschickt hat, dass wir halt, wenn wir in diesem Zeitraum die Bibel so studieren, in der Endzeitphase, ob wir nicht vielleicht darüber auch in der Predigt Worte sagen können. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil wir halt wirklich gerade vollkommen, kann man sagen, uns damit beschäftigen. Und wie wir auch in der Lektion über die Offenbarung lesen oder es halt auf die Offenbarung eingeht, würde ich auch gerne mit euch hier die Gedanken zur Offenbarung teilen. Also einige Gedanken, die vielleicht uns anregen werden, die Offenbarung wirklich auch wahrzunehmen und uns sie auch wirklich voll und ganz zu lesen, zu verstehen, worum es da geht oder beziehungsweise besser gesagt zu verstehen, was uns da überhaupt der es geschrieben hat, der Johannes, was uns da sagen möchte. Es ist natürlich viel zu kompliziert. Man kann jetzt nicht innerhalb von einer guten halben Stunde weniger oder etwas mehr die 22 Kapitel durchgehen. Die Offenbarung, selbst die 22 Kapitel, da kann man sich, glaube ich, Monate, Jahre lang mit beschäftigen, weil es einfach so viel Inhalt ist. Aber ich möchte euch mit euch halt durch einige Fragen gehen. Und zwar vier Fragen: Was ist es überhaupt für ein Buch? Dann die zweite Frage: Wozu dient es? Also welchen Zweck hat das? Dann: Warum brauche ich es denn persönlich?
ist beispielsweise, wie ich aus dem Automobilbereich komme, mit den Autos zu tun habe, fragt man sich auch, was ist das für ein Auto? Was macht es? Es fährt von A nach B. Wozu brauche ich ein Auto? Ja, vielleicht, damit du schneller von A nach B kommst und vielleicht Sachen mitnehmen kannst. Und genauso, denke ich mal, kann auch hier prinzipiell rangehen, dass wir es verstehen. Dann als letzte Frage, wie kann ich überhaupt die Offenbarung verstehen? Also man weiß, die ist halt, wenn man das erstmal drüber liest, noch nie die Bibel gelesen hat oder eher wenig, das ist halt, oder besser gesagt, wenn man wenige Bücher der Bibel gelesen hat, ist es erstmal absolutes Rätsel. Also man versteht es irgendwie gar nicht. Aber kommen wir mal zur ersten Frage. Was ist es überhaupt für ein Buch? Also in der gesamten Christenheit ist die Offenbarung ja so ziemlich umstritten. Ich hatte auch halt selbst, komme aus einer baptistischen Familie, wurde dort erzogen, hatte dort die Taufe. Also halt daher auch evangelikal. Und ich denke halt, der eine oder andere hier, vielleicht der in diesem Raum sitzt, der kennt es auch noch. Aber sicherlich noch die, die vielleicht als Adventisten groß geworden sind. Man hat ja Kontakte zu anderen Leuten, zu anderen Christen oder man liest und hier und da Verschiedenes und man wird doch in gewisser Hinsicht auch beeinflusst. Also in der Christenheit ziemlich umstritten. Die meisten wollen es nicht unbedingt studieren. Ich habe selbst erfahren aus den eigenen Gemeinden, in denen man damals war, in der Stadt oder im ganzen Umfeld. Ja, das Studium der Offenbarung, ja, die ist nicht unbedingt jetzt so notwendig. Das ist halt nur so ein Buch, das könnte man mal halt vielleicht mal durchlesen und ein bisschen mal irgendwas mal erfahren, was Gott überhaupt sagen möchte. Ist halt an sich viel zu kompliziert. Also fass es lieber nicht an, lass dich vielleicht die Experten ran, vielleicht wissen die besser. Und wenn die sagen, das ist so, dann ist es vielleicht so. Aber halt, wenn wir es mal erstmal ansehen, enthält es ja offensichtlich, da muss man kein Experte für sein, irgendwelche Prophezeiungen für die Zukunft. Er sagt voraus, dann und dann wird das und das geschehen. Die einen denken, ja, jetzt kommt da wirklich ein echtes Tier, kommt irgendwo heraus, das Tier aus dem Meer und wird die Menschheit erschrecken. Also halt verschiedene Interpretationen, aber auf jeden Fall weiß man, es ist eine Prophetie, die dort drin steht. Und es ist ja angeblich, wie man immer wieder hört und liest, es ist versiegelt. Man liest irgendwo was von den 7 Siegeln, oh, das Buch ist versiegelt. Also im Großen und Ganzen, wenn man das zusammenfassen könnte, wäre das ja vielleicht also aus dieser Hinsicht ein Buch, ein prophetisches Buch, wie jedes andere auch. Sei es Hesekiel, Jeremia oder. Ist das Gleiche. Aber ich würde dazu sagen, nein, das ist es nicht. Das ist etwas Einzigartiges in der Bibel. Das ist vom Aufbau her, vom Gesamten etwas, was in der Bibel so eigentlich noch gar nicht vorhanden ist. Es unterscheidet sich stark von den anderen, wenn man mal ins Detail hineingeht. Weil vor allem, wenn wir die Offenbarung aufschlagen, sofort im ersten Kapitel, machen wir Offenbarung 1,1 auf und den ersten Teil vom ersten Vers. Offenbarung Vers 1a. Hier steht dann, das ist die Offenbarung oder das ist die Enthüllung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat. Also derjenige, der den Auftrag gibt für die Offenbarung, ist offensichtlich. Also ganz klar zu sehen, wer ist hier der Auftraggeber? Gott. Und wer erzählt diese Offenbarung? Dem Johannes. Jesus. Ja, durch den Engel, aber hier steht es halt in erster Hinsicht also durch Jesus. Jesus, der es dann dem Engel halt weitergibt. Aber halt der ist, kann man sagen, der Befehlshaber über dieses Buch. Der dann sagt, so, das und das tu und sage. Und es ist auf jeden Fall halt eine Offenbarung, eine Enthüllung. Etwas, was etwas aufdeckt und nicht zudeckt, nicht versiegelt. Also es deckt auf. Und wenn da steht, es ist eine Offenbarung, etwas zum Aufdecken, dann kann es ja nicht etwas sein, was so geheimnisvoll ist, weil wenn es etwas Geheimnisvolles ist, was kein Mensch erfahren soll, wozu brauche ich es dann? Wozu soll denn Gott
hier, beziehungsweise noch besser gesagt, spezieller Jesus, den Engeln diesen Auftrag geben, dieses Buch in die Welt zu setzen. Wenn es ja eh doch keiner verstehen sollte und würde und wenn es ja eh unnötig ist. Und wenn man mal hier das Buch mal genauer beobachtet, offenbart die Offenbarung eigentlich sehr, sehr viel über Jesu Persönlichkeit. Sehr, sehr viel. Wir haben die Evangelien, wie er hier auf der Erde gelebt hat. Wir haben die Bücher, die vom Evangelium bis zur Offenbarung gehen, sei es von Paulus, von Petrus oder von anderen, die halt auch über Jesus sprechen, was er getan hat. Aber hier sehen wir Jesus in einer anderen Hinsicht. Hier sehen wir Jesus in einem sehr großen Teil im Himmel. Also wie er halt vom Himmel ist, wie er im Himmel ist, wie er, nachdem er hochgefahren ist in den Himmel, wieder dort handeln wird und wie er wiederkommen wird. Und man kennt es ja auch so aus dem Alltag. Man muss ja nicht unbedingt jeden Menschen, wie kann man sagen, also man muss nicht wirklich das ganze Leben kennen, um ihn einschätzen zu können, um zu sagen, also das ist so ein Charaktertyp. Ne? Also wenn er jemand halt immer sehr, sehr schnell ist und alles muss hoppla hopp gehen und der hat nie Zeit und alles geht für ihn schnell, dann ist es halt meistens ein hektischer Mensch, der halt voll verplant ist. Also man braucht da jetzt keine Studien drüber zu führen, man wird es schneller feststellen. Ist halt so eine Persönlichkeit. Und anhand von diesem, was wir hier lesen, kann man Jesus kennenlernen. Also nicht, dass Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist und dann wartet die Menschheit gut 2000 Jahre, plus minus ein paar, die noch vielleicht dazukommen, bis Jesus wiederkommt und da oben sitzt er und wartet und weiß nicht, was zu tun ist. Ne? Sagt einfach, wartet, bis irgendwann mal vielleicht der Vater ihm sagt, fahr mal runter, hol mal die Menschen ab. Sondern hier steht eine Handlung drin, die Jesus immer tut. Also Jesus zeigt sich hier. Er offenbart die Zukunft und er offenbart sich. Er zeigt sich über sich und seine Persönlichkeit. Über seine Liebe zu uns Menschen. Also mehr als nur die Zukunft. Also es zeigt Jesus in seiner Herrlichkeit. In seiner Herrlichkeit, die er oben hat, in der Herrlichkeit, die er kommt. In der Herrlichkeit, die er hier auf der Erde verbreitet. Ich denke halt, durch die ganzen Fragen, die wir gehen, können wir halt von einer Frage zur anderen kommen, dass wir halt Gedanken aus der einen Frage zur anderen auch mitnehmen. Ich denke, jetzt werden wir auch schon viele Antworten haben, wenn wir auf die zweite Frage eingehen, wozu dient überhaupt die Offenbarung? Also wozu dient dieses Buch? Also wir haben jetzt gesehen, dieses Buch offenbart mehr als nur die Zukunft, es offenbart unseren Herrn. Wie er in seiner Herrlichkeit ist, wie er erscheinen wird und was wir erwarten. Also über die Liebe zu uns. Und jetzt möchte ich mit euch Verse 1 bis 3 komplett durchgehen. Die Verse 1 bis 3. Hier steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Also hier sieht man, hier geht es halt erstmal, Gott zeigt ja Jesus, tu es, Jesus geht zum Engel, offenbart es und der Engel wiederum dem Johannes und der Herr Johannes wiederum zu uns. Und dann in weiter Vers 2, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Also Johannes spricht über sich, was er hier erfahren hat. Selig ist oder glückselig, in anderen Übersetzungen glücklich, ist der das liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also in erster Linie, was lesen wir hier? Also hier steht dann, dass dieses Buch uns zeigen will, was in Kürze geschehen will. Vor allem halt, man muss zurückblicken auf die Zeit von Johannes. Johannes hat bis, ich glaube, um die 80 nach Christus etwa halt, wo das niedergeschrieben wurde, bis 100, ich weiß es nicht ganz genau, jetzt in diesem Zeitraum, 90? Na 90, ja, passt es ja dann ziemlich genau. Also nehmen wir die goldene Mitte, 90, wie Sanja jetzt auch sagt, passt sehr genau auch hin. Und von der Zeit an, was in Zukunft geschehen wird. Also ist es ein Buch, das die Zukunft vorhersagt. Also das ist ein Zweck dieses Buches.
Daher auch, wenn man durch die Offenbarung durchgeht, eine Warnung vor dem Bösen, was uns erwartet, was uns der Teufel, der Satan, was er uns antun will. Also eine Warnung. Und ich denke, eine Warnung ist immer gut. Also wenn man von Sachen keine Ahnung hat und jemand kommt zu dir, nicht, ich sag mal, nicht mehr Schläge als Rat, wie man oft sagt, Ratschläge, sondern mit einem wirklichen Ratschlag kommt, der wirklich gut ist und der von oberster Hand kommt. Von jemand, der das schon ganz genau die Zukunft weiß. Also jemand, der uns warnen möchte. Hier möchte uns Jesus warnen. Und wir haben gelesen halt, wir sind Knechte Jesu Christi. Aber bezeichnet uns Jesus als Knechte? Sagt er hier, Knecht, mach mal, du bist Knecht. Hier, tu mal. Oder ist es ein bisschen mehr, wir sind seine Knechte, aber wie behandelt er uns? Ich möchte mit euch dazu in Johannes 15, 15 gehen. Johannes 15, Vers 15. Hier steht, also es ist die Tatsache, dass wir Knechte von Jesus sind. Aber hier ist die Sichtweise, wie Jesus uns sieht. Weil er ja Mensch geworden ist wie wir. Und er versteht uns Menschen am allerbesten, wie wir miteinander umgehen. Und in welcher Position wir am allerbesten umgehen. Hier steht in Johannes 15, Vers 15, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber sage ich, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also merken wir es, hier sagt er, also die Offenbarung ist seinen Knechten, aber er behandelt uns wie die Freunde, wie den besten Freund. Vor allem, wenn man auf die Zeit von früher zurückblickt, wo man halt damals Knechte hatte, die halt als Sklaven gehandelt haben oder als Diener zu Hause. Da war es auch üblich so gewesen, das war ja noch bis vor kurzem in der ganzen Welt so gewesen, man hat gesagt, geh, mach das, dann macht er das. Geh, tu dies, macht er das, der fragt nicht nach. Wenn er es tun muss, dann muss er es tun, ohne zu hinterfragen. Aber hier sagt uns Jesus, ihr seid meine Freunde. Und was ich von meinem Vater gehört habe, das sage ich euch, weil ihr meine Freunde seid. Ich werde euch doch nicht etwas vorenthalten. Und die Offenbarung ist etwas, die Zukunft ist etwas, was uns nicht vorenthalten möchte. Die Menschheit erwartet schreckliche Dinge, hat schreckliche Dinge schon durchlebt, also von der Zeit von Johannes an. Also ab diesem Zeitpunkt, wo die Offenbarung die Zukunft nach vorne hinschreibt. Viele schreckliche. Er will uns nicht irgendwo einfach hineinlaufen lassen, sagen, ja, guck mal, was passiert. Sondern er ist ein Freund und sagt, ey, guck mal, ich weiß etwas. Ich weiß etwas und ich möchte dir das mitteilen. Ich möchte nicht, dass du da genau da reingeratest, weil ich schon genau weiß. Ich kenne diesen Feind. Ich weiß, was er vorhat. Und ich sage es dir. Also erkennen wir hier, was hier Jesus uns sagen möchte. Und es ist nicht nur so, dass die Offenbarung dann uns irgendwo dann vielleicht in die Angst macht. Oh, die Zukunft, ne? Vor allem damals noch, ich sag mal, bevor das, wie wir es aus der Offenbarung kennen, bevor das Papsttum aufkam, worüber die Offenbarung gesprochen hat, auch das Buch Daniel. Oh, ne, ich hab Angst, ne? Vor dem, was kommt. Ne. Oh, ich lese dann lieber nicht zu viel drin, ich bekomme zu viel Angst. So wird die Offenbarung oft angenommen. Manche versuchen auch die Offenbarung so auch auszudrücken in der Christenheit und sagen, oh, da kommt was auf euch zu und dann wird nicht Jesus groß gemacht, der die Offenbarung geschrieben hat, der in der ganzen Offenbarung eigentlich in jedem Kapitel vorhanden ist, sondern Satan wird irgendwo, kann man sagen, großgestellt, boah, guck mal, was der drauf hat. Und dann sind da Christen, denken, boah, ich habe Angst, ne? Also ich weiß nicht, ne? Ich fürchte mich davor. Aber es hat ja eine andere Verwendung. Es dient uns zu einer Vorwarnung, sagt, pass auf. Aber noch mehr, kann man sagen, ist es eine Hoffnung. Eine Hoffnung, eine große Hoffnung. Ich möchte mit euch dazu die Offenbarung, Kapitel 22 aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 22, Verse 7 und 12. Offenbarung 22, 7 und 12. Siehe, ich komme bald. Wer ist es, der hier spricht? Jesus ist es. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. In 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir,
zu geben, einen möglichen, wie seine Werke sein werden. Und das ist ja nur einer von den vielen Versen in der Offenbarung. Die sagen, warte, ich komme bald. Er sagt ja, pass auf, Vorsicht, hier nicht anfassen. Geh in keinen Kontakt mit dem Tier ein. Lass die Finger davon. Pass auf, Finger davon. Oder halt Finger weg von der Hure Babylon. Finger weg, halt die Finger davon. Und von vielen, vielen verschiedenen Sachen. Pass auf, das kommt auf euch zu. Das ist ja nur eine Warnung. Das ist keine Angstmacherei, die ihr Gott gemacht hat. Aber halt das Größere ist noch die Hoffnung. Er sagt, das passiert, ja, das wird passieren. Aber ich komme. Aber ich habe es in der Hand. Aber ich bin immer mit bei euch. Ich bin immer mit dabei. Ich werde euch nicht in Ruhe lassen. Also, wo er zum Beispiel allein schon von der Frau spricht, die das Kind gebärt, die Jesus Christus gebärt, seine Gemeinde. Ich habe eine Stätte bereitet in der Wüste. Da ist die Gefahr. Ich habe für euch was gemacht, eine Hoffnung. Da ist die Endzeit, also die letzten Jahre dieser Welt, die werden so richtig schlimm sein, die Plagen kommen. Aber ich werde euch versiegeln, ich werde euch bewahren. Eine Hoffnung, also dass wir keine Angst haben. Die Welt wird zugrunde gehen, es wird ein Gericht geben, aber ich habe euch schon zuvor vor dieser Erde entnommen, bevor das Gericht ausgesprochen wird. Ihr werdet bei mir sein, also eine Hoffnung. Dass alles irgendwann mal ein Ende haben wird von dem allem, was wir hier sehen. Es wird irgendwann mal endlich mal ein Ende haben. Und endlich mal wird Jesus da sein. Allein schon, wenn wir bedenken, dieses weiße Pferd oder das Lamm, was immer wieder in der Bibel beschrieben wird, also in der Offenbarung, besser gesagt hier. Also er sorgt sich um uns. Und ich denke, hier kann man mal kurz mal in der Mitte mal zusammenfassen, also dass die Offenbarung die Weltgeschichte enthüllt und zeigt, was passiert. Es beschreibt den Charakter Jesus, dass er sich wirklich um uns kümmert, wirklich alles für uns tut und nicht einfach oben wartet und die Engel hier mal walten lässt und tun und machen, ich habe euch ja geschickt, sondern dass er überall seine Hand im Spiel hat und uns nicht, also nicht einfach irgendwo in Ruhe in dieses Weltgeschehen hineingehen lässt, sondern ich bin bei euch. Und das alles in Gottes Hand liegt. Also ich habe es in der Hand, ich sorge um euch. Ich habe für euch immer einen Platz bereitet, wo ihr hinfliehen könnt. Und die Wahrheit werde ich immer bis ans Ende bewahren. Es ist eine Hoffnung an uns, eine ganz große Hoffnung. Dann kommen wir zur dritten Frage. Also wir haben jetzt erstmal gesehen, was es überhaupt ist. Also wozu es überhaupt dient, was der Zweck da ist. Aber dann ist die Frage, ja, wozu brauche ich es? Ich habe ja die Evangelien, noch die anderen Bücher, die über Jesus beschreiben. Ich habe ja Jesus angenommen, bin ja erlöst, habe mich taufen lassen und bin ja jetzt auf der sicheren Seite. Also diese Art von Weise und Denken kenne ich auch noch von früher. Ich denke auch, dass unter unseren adventistischen Geschwistern weltweit auch hier oder sonst sowas auch verbreitet sein kann. Ja, die Offenbarung ja, ist schön und gut, aber ich bin ja erlöst, errettet. Habe meine Heilsgewissheit und ja, wozu brauche ich das? Das ist eine Frage, die wirklich oft gefragt wird. Ich kenne es selber halt. Noch damals aus der alten Gemeinde damals. Ja, deshalb, wozu braucht man es zu studieren? Es ist zu schwer. Wozu brauche ich es? Ist okay, wenn man drüber liest. Da sind ein paar Hoffnungen drin und ein bisschen Prophezeiung. Aber naja, also so wirklich kann ich damit ja nicht viel anfangen. Wem soll ich darüber erzählen? Also wozu brauche ich es? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Wozu brauche ich dieses Buch? Was dient es mir? Was nutzt es mir? Und wir müssen erstmal so sehen, wenn wir erst im ersten Vers eben gelesen haben, Offenbarung 1, Vers 1, Jesus hat gesagt, also halt, dies ist eine Offenbarung Jesu Christi. Also eine Nachricht von Jesus an euch. Eine Nachricht vom Erlöser, vom Herrn, vom Schöpfer nicht anzunehmen, ist wirklich schlimm. Sei es vielleicht irgendwo, der Nachbar ist die eine Sache, aber seien es vielleicht irgendwie Eltern oder vielleicht irgendwo ein Vorgesetzter auf der Arbeit, der auch wirklich mehr Ahnung hat von dem, was er tut und der gibt uns eine Nachricht, dann ist es ja eigentlich logischerweise vernünftig, wenn wir sagen, wir nehmen es an. Wenn man es nicht annimmt, dann sagt man vielleicht, du bist ein Dummkopf. Du entscheidest nach deiner eigenen Dummheit und sagst, ach,
Der hat doch keine Ahnung. Aber vor allem, wenn es hier der Erlöser und Schöpfer von uns ist, also das ist schon eine andere Sache. Der sagt also, tu es. Ich habe es dir gegeben, dass du etwas verstehst. Und wie wichtig so etwas ist, möchte ich mit euch mal in 5. Mose eingehen. 5. Mose. Ach, entschuldigt, jetzt habe ich vergessen, das Kapitel aufzuschreiben, habe nur die Verse. Aber vielleicht möchte ich euch hier etwas dann noch erwähnen. Hier ging es sich darum, dass Mose bald geht und er dann ja halt von Josua dann das Amt übernommen bekommt. Und in diesen Versen steht das halt dann, also da ich ja leider das Kapitel vergessen habe, steht ja dann, dass wenn das Prophetenwort kommt und ihr sollt es annehmen. Also ihr sollt es annehmen, weil ich euch der Herr das gegeben habe. Und wenn ihr nicht annimmt, dann müsst ihr euch für das, dass ihr es nicht angenommen habt und die Konsequenz dessen, müsst ihr euch selbst verantworten. Also jetzt in meine Worten gefasst. Hab jetzt leider halt das Kapitel hier nicht stehen. Wäre noch schön, das zu lesen. Aber halt, dass wenn wir die Offenbarung haben, wissen, dass wir sie haben, sie lesen können, aber sie dennoch nicht annehmen, sagen, ja, pff, unwichtig. Und für das, was wir dann aufgrund dessen, also dass wir vielleicht irgendwo gewarnt werden könnten und doch in die falsche Richtung gehen, dann sind wir dafür verantwortlich. Jesus hat gesagt, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch hier offenbart, also tu es auch. Also wir können dadurch auf falsche Wege geraten. Und Jesus will für jeden von uns persönlich die Geschichte zeigen und sagen, passt auf, damit ihr mit dem Teufel nicht sympathisiert. Auch wenn da das falsche Feuer vom Himmel kommt, wie es das Tier, das zweite Tier machen wird, wird es ein falsches Feuer vom Himmel bringen. Und wir wissen halt auch, ich denke, wenn wir alle das studiert haben, was es bedeutet, dass es halt den falschen Heiligen Geist rüberbringt auf diese Erde, also diese falsche Art und Weise, wie wir es heutzutage in der Christenheit haben, also durch die Charismatik, durch das Ganze, ja. Wenn wir das nicht lesen und nicht verstehen, dann kann es sein, dass wir vielleicht in diese Richtung hintergehen und sagen, oh, die sind ja mir recht sympathisch. Dann sympathisieren wir mit den Werken des Satans, was er uns antun möchte. Mit der Hure Babylon, ah ja, Ökumene, alle zusammen, ja, kann man ja. Weil ich habe es ja hier nicht gelesen, dass uns Gott davor gewarnt hat. Und aus Offenbarung 1 und 3 sehen wir halt, also wie wir es am Anfang gelesen haben, dass wir diese Worte lesen und auch hören. Und jemand kann nur hören, wenn sie jemand vorliest. Also wenn wir die Offenbarung lesen und kennen, dann müssen wir sie weitergeben. Kann man sagen, eine freundschaftliche Pflicht gegenüber Gott. Für das, was er uns getan hat. Eine freiwillige Pflicht. Wozu uns wir selbst verpflichten müssen. Also das ist das, was wir tun sollen. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern das dient uns ja auch zur Glaubensstärkung. Also erstmal, wir sollen es verbreiten, wir sollen es lesen, um zu verstehen, was Gott von uns möchte. Dann sollen wir es auch unseren Glauben danach stärken. Als Beispiel können wir hier in Johannes 13, Johannes Kapitel 13, Vers 19 lesen. Hier sagt der Jesus, jetzt sage ich es euch, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, dass ihr glaubt, dass ich es bin. Und dieses gleiche Prinzip, das gleiche Prinzip geht doch auf die Offenbarung. Jesus sagt etwas, teilt uns etwas mit und dann, wenn es geschehen ist, lasst ihr danach glauben, sagen, ach, du hast es gesagt. Also ich kann der Bibel mehr glauben. Für mich ist das auch persönlich so geworden, wo ich dann halt die Adventbotschaft kennengelernt habe und auch die Offenbarung, wann wirklich mal verstanden habe und Buch Daniel und vieles andere, wo man sagt, ey, das hat die Geschichte doch erzählt. Das haben wir doch gesehen. Und ich kann dem glauben, deshalb bin ich mir gewiss, dass Gott sagt, was in der Zukunft geschieht, dass das geschehen wird. Also ich bin überzeugt davon. Und also das stärkt meinen Glauben, weil ich weiß, dass mein Herr und Erlöser nicht irgendeiner ist, der irgendwo im Himmel herumschwirrt und einfach abwartet, bis irgendwas passiert, sondern auch wirklich einer sagt, guck mal, das sind Prüfsteine, die wo du mal nachchecken kannst, ob das auch wirklich stimmt, was ich sage.
Weil es gibt ja viele andere Glaubensrichtungen in dieser Welt, die dann irgendwo sagen, ja, vielleicht ist der Koran das Richtige, vielleicht auch der Buddhismus, vielleicht sonst was oder dies oder jenes, aber haben diese irgendetwas vorzuweisen, wo man wirklich sagen kann, guck mal, so viele Bestätigungen haben wir hier. Und wir, gerade wir in der Endzeit leben, wir haben schon mehr erlebt als die Leute noch vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Wir haben noch viel mehr Bestätigungen. Die Archäologie ist auch noch weltweit unterwegs, gräbt alles aus und findet immer mehr, die Offenbarung bestätigen oder die ganzen Prophetenbücher, die sagen, das und das ist geschehen. Und das soll uns stärken. Wir sollen uns annehmen, sagen, wow, du hast es uns gesagt. Und wir sollen auch Menschen auch dadurch zum Glauben bringen, also wie wir es eben gelesen haben, also lest es und teilt es mit. Also wir haben Erfahrungen gemacht, von 538 bis 1798, ein Beispiel jetzt, ja, das Papsttum hatte so und so regiert, ist dann untergegangen und später wieder aufgekommen. Das ist etwas, was die Geschichte uns sagt. Dann nehmen wir etwas an und sagen, wow, also das stimmt und ich weiß es. Eigentlich muss man dann einen Drang dazu haben, den anderen Menschen hinzugehen und zu sagen, also hier, schau mal, schau mal. Ich weiß, du willst nicht vielleicht an Gott glauben, aber guck mal, was diese Worte hier sagen. Weil wir wissen ja auch, oder hier aus der Gemeinde vielleicht Leute, die hier sind von unserem Bruder Hans Dieter, dass er selbst so eine Erfahrung oder mit Inge gemacht hat. Also allein schon durch das, was das Buch Daniel, was die Offenbarung, was sie alles gezeigt hat. Also wo man sagt, also das stimmt ja einfach. Und ja, wir wissen, er hat der Hans Dieter verglichen, gesagt, das stimmt doch alles. Das ist für mich unglaublich, aber es stimmt. Ich habe selbst Erfahrung und dachte, naja, komm, jeder legt die Bibel anders aus, die Offenbarung, und mal gucken, was die Adventisten sozusagen haben. Und dann gehst du durch und durch und denkst, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist nicht nur, dass die Adventisten jetzt so toll sind, sondern dass Gott so toll ist, so wundervoll und sagt, also hier, siehst du, dein Glauben will ich hiermit stärken. Und wir sollen auch also mit der Offenbarung auch wirklich gut umgehen. Nicht nur mit der Offenbarung, mit der Prophetie allgemein, aber auch hier mit der Offenbarung, die so viele Bilder uns gibt für die Zukunft. In 2. Petrus 1, Vers 19, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 gibt es hier einen Vers, der es auch wundervoll sagt. Wir haben ein festes prophetisches Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, in dieser Finsternis dieser Welt, in dieser Finsternis dieser ganzen Welt, bis dass der Tag anbreche und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also bis Jesus in unseren Herzen groß wird, bis er aufgeht und das ganze Licht in uns scheint. Und das Licht auch den anderen Menschen gegeben wird, von uns. Weil die Prophetie sagt uns erstens, was geschieht, also welche Gefahren lauern, und die Prophetie sagt uns, Jesus kommt. Denn es gibt mittlerweile viele Christen, die irgendwie nicht wirklich an das Wiederkommen von Jesu glauben. Die denken irgendwo, ja Gott, ja, Jesus irgendwo, ja. Aber dass Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Ne? Wir werden ja einmal sterben und alle im Himmel sein, irgendwie so in der Art. Habe ich schon öfter mal gehört und gelesen. Also. Aber es offenbart uns Jesus. Jesus kommt wieder und deshalb sollten wir daran festhalten, es predigen, es erzählen, den Menschen mitteilen. Also es gibt mehr Licht und Freude. Man soll sich ja darüber freuen, wenn eine Warnung da ist. Freu dich doch darüber, auch wenn du weißt, es wird vielleicht sehr schlimm werden. Aber freu dich, dass du es wenigstens weißt, dass es geschieht. Gilt für mich, für dich, für jeden von einzelnen von uns. Freuen wir uns. Danach noch zur letzten Frage. Will ich mal also in Kürze beantworten. Die vierte Frage, wie kann ich es überhaupt verstehen? Man weiß, die Offenbarung, die ist wirklich, wenn man das, wie ich am Anfang gesagt habe, zum ersten Mal so liest oder vielleicht selten gelesen hatte, wirklich kompliziert. Da sind irgendwelche Tiere, dann ist da irgendein Meer, Erde, irgendwelche Pferde, irgendwelche Posaunen. Ja, was kann das denn sein? Und die Offenbarung ist ja nicht mehr chronologisch aufgebaut. Wenn die so wäre, dann wäre ja Jesus hier schon übertrieben gesagt 20 Mal auf diese Erde wiedergekommen. Weil er halt immer wieder über die Zeit steht, wo halt dass Jesus kommt und dass er uns erlösen wird. Also ist die Offenbarung voll mit Bildern, voller Bildersprache. Und ich denke von uns selber, aus unserem Leben, von uns selber als Menschen erkennen wir, dass Bildersprache oft was ganz anderes sind. Wenn man zu einem Menschen sagt, also du bist echt, du bist wie so ein Adler. Ne?
dann ist es ja wohl eigentlich was Positives, weil dieser Mensch, man kann es in gewisser Hinsicht hinziehen, hier oder da, aber ein Adler ist zumindest, kann man sagen, König der Lüfte, König über dem Himmel, der da fliegt. Zu ihm naht keiner ran, er ist kräftig, er ist schnell, er sieht alles, er merkt alles, also da kann man sagen, also wenn man zu einem Menschen sagt, also du bist echt ein Adler oder derjenige, das ist wie so ein Adler, der fliegt überall, oder wie ein Löwe, das ist so, also etwas Positives. Natürlich gibt es auch Negatives. Wenn man sagt, also du bist ja eher wie so ein Schwein, dann weiß man, also da ist Unordnung, da ist im ganzen Leben vielleicht, man versteht nichts, alles ist egal, man schmeißt sich überall hin, wo man gerade ist, und das ist einem völlig egal. Also nur so eine krasse Andeutung zu sagen, also welche Richtung es gehen kann, eine Bildersprache. Das sind manche Worte, und man weiß vielleicht schon einiges, um einzuschätzen. Ne? Und genauso macht es auch Gott. Der gibt uns hier Bilder. Ein Bild zeigt er uns in einem Kapitel, in zwei Kapiteln. Weil wenn er es umschreiben müsste, dann wären das etliche Kapitel. Da werden ja ganze Bücher drüber verfasst. Da kannst du so viel drüber schreiben und du kommst nicht zum Schluss. Aber in einem Bild haben wir schon auf einmal viel verstanden. Aha, das steckt dahinter. Also zumindest kann uns ein Bild sagen, wenn wir sehen, das Tier kommt aus der Erde. Es soll grässlich sein. Oh, okay, also erstmal Gefahr. Was ganz Gefährliches kommt da auf. Oder da kommt ein weißes Pferd. Und es ist das Wort Gottes. Wundervolles, ein weißes Pferd, das schnell ist, reitet und etwas verbreitet. Eine Botschaft. Wundervoll. Man hat es schon in dieser Kürze, kann man es verstehen. Aber wenn man mal auch sieht, hier spricht der Jesus durch die Engel. Der sagt also hier, teilt es mit. Jesus, als er hier auf der Erde war, wie hat er zu den Menschen gesprochen? In welcher Art von Sprache hat er gesprochen? Gleichnisse. Gleichnisse sind Bilder. Dankeschön. Gleichnisse sind Bilder, die wir uns vor Augen führen. Also wieder etwas, was wir, wo dann Jesus nicht angefangen hat, da Bücher aufzuschlagen und dir das ganze Leben runterzulesen und zu sagen, sondern hätte gesagt, der eine ist gleich einem Korn, das unter die Dornen, unter das und das. Aha, kurz zusammengefasst, aber mit einer sehr, sehr tiefen Bedeutung. Das gleiche Prinzip hat auch hier angewendet. Dass die Offenbarung uns etwas in Bildern zeigt. Und es ist ja nicht so, dass die Bilder dann nicht zu deuten sind. Das wäre ja dann sehr fatal. Deswegen ist es auch dann für viele Menschen irgendwo, wo man sagt, also fasse ich nicht an, das ist für mich zu heikel. Wir wissen, die Bibel legt sich selber aus. Jesus, als der hier auf der Erde gewesen ist und gesprochen hatte, auch in Bildern, oder selbst wenn er gesprochen hatte, der hatte was gemacht? Zitiert. Er hatte, eigentlich kann man sagen, das größtenteils, was wir zumindest in der Bibel hier lesen, zitiert aus dem Alten Testament. Allein schon, wo der Satan ihn versucht hat. Jesus gibt Zitate aus dem Alten Testament. Wie bitte? Ja, genau, aber halt... Er hat zitiert, er hat nicht irgendwelche neuen Sachen erfunden, so jetzt muss ich mal neue Worte reinschmeißen in diese Welt, und er hat immer wieder zitiert. Paulus, Petrus, wenn sie geschrieben haben, die haben immer wieder zitiert. Zitiert aus dem Alten Testament. Und das gleiche Prinzip ist auch hier. Ohne diesen Alten Testament, ohne dass wir diese Bücher lesen, können wir die Offenbarung kein bisschen verstehen. Wo soll ich denn wissen, was das Malzeichen ist? Was ist überhaupt ein Zeichen an der Stirn oder an der Hand? Was ist denn überhaupt ein Tier? Sinnbildlich gesprochen. Und so weiter. Also da gibt es ja so viele Bilder. Also was ist es überhaupt? Also man muss das Alte Testament dafür verwenden, um es zu verstehen. Weil auch hier ist wieder auch etwas, was Gott wunderbar entworfen hatte. Der will, dass wir dass sein Wort kennen, wirklich verstehen, kennen, von vorne bis hinten. Natürlich, man wird nie alles auswendig können und nie genau wissen. Aber dass wir das im Großen und Ganzen dazu auch motiviert sind, immer mehr darin zu forschen, zu erfahren, zu sehen, damit wir auch zum Schluss kommen. Also zum letzten Buch der Bibel. Man fängt von vorne an, um zu verstehen, was hinten ist. Denn Jesus spricht da, ich bin ja das Erste und das Letzte, ich bin Alpha und Omega, also ich bin der Anfang. Ich war im Anfang drin gewesen, ich bin im Ende drin. Also in der ganzen Zeit musst du mich verstehen, wie ich gesprochen habe, um auch zu verstehen, was für ein Schlusswort ich gesagt habe für diese Welt. Also so ist das, dass wir das Wort Gottes, dass wir auch die Offenbarung verstehen können.
Und natürlich ist auch so, dass man auch hier drin liest, dass das Buch Daniel uns dient. Jesus selber hatte damals gesagt, also halt, wer das Buch Daniel liest, also wenn das Gräuel kommt vor Jerusalem, wer Daniel liest, der merke auf. Und hier, wie wir es selber wissen, wir sitzen auch hier, eigentlich nur dank der Offenbarung. Wenn die Offenbarung unsere Vorväter im Glauben nicht verstehen würden, würden wir nicht hier sitzen. Weil erst dadurch halt man vieles verstanden hat. Ah, Gott hat eine Gemeinde in der letzten Zeit. Gott hat uns das Buch Daniel zum Verständnis gegeben. Und viele symbolische Sprachen hat er uns zum Verständnis gegeben. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass er den Heiligen Geist, dass wir darum bitten, dass der Heilige Geist uns auch in diesem Studium leitet, dass er uns zeigt, guck mal, wo ist welche Verbindung? Wo steht was drin? Wo kann ich Sachen aus dem Alten Testament verbinden? Oder aus den alten Prophetenbüchern? Selbst von dem Wort, wo Jesus hier auf der Erde gewesen ist. Also ich denke, jetzt kann man nochmal zum Schluss zusammenfassen. Es ist ein Buch, das die Zukunft vorhersagt. Und das Jesu Wesen zeigt. Also wir erfahren mehr über Jesus, über seine Taten im Himmel, über das, was er tun wird und dass der uns immer beisteht. Es gibt uns Warnungen, es gibt uns Hoffnung. Es gibt auch persönliche Hoffnung für uns, für jeden selber und Stärkung des Glaubens. Vor den Augen sehen wir die Entwicklung des Ersten und des Zweiten Tieres, des Vatikans mit den USA zusammen. Wir sehen diese Entwicklung. Noch vor 30 Jahren hätte das vielleicht einer gelesen und gesagt, also die werden sich verbinden. Hätte vielleicht einer gesagt, also du hast nicht mehr alle. Vor einiger Zeit hatte der Papst in den USA gesprochen. Ne? Also vor den Politikern vor allem man hat sich verbunden. Also das ist nur ein Beispiel, also wo wir sehen, also ja, es stärkt uns. Und in Verbindung mit der ganzen Bibel ist es für uns auch verständlich. Also wir können dieses Buch verstehen. Es ist eine Offenbarung. Kein verschlossenes Buch, das niemand verstehen soll. Das Buch Daniel wurde verschlossen, die Offenbarung nicht. Sonst wäre es ein Widerspruch in sich selbst. Wie kann eine Offenbarung eine Verschließung sein? Also. Und wir sollen dieses Wort, diese Erfahrung, die wir dadurch gemacht haben, den Menschen näher bringen. Menschen, die absolut nicht an Gott glauben wollen. Menschen, die anders an Gott glauben. Die denken, Gott ist irgendwie anders, stellen sich ihn ganz anders vor. Wir können ihm mit, inklusive auch der Offenbarung, Gott näher bringen. Jesus will, dass wir es verstehen. Er hat es uns gegeben. Uns zu verstehen, auch auf das wir wirklich die Hoffnung haben, wenn er bald wiederkommt. Amen. Ich danke dir, unser himmlischer Vater, dafür, dass du für uns gesorgt hast, Herr. Ich danke dir, Jesus Christus, dafür, dass du auch für uns auf diese Erde hinabgekommen bist. Dass du uns auch deine Liebe offenbarst, Herr, durch dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du auch uns, Herr, auch die Offenbarung geschenkt hast. Dass wir auch durch dieses Wort auch gewarnt werden von dem, was geschieht, Herr. Dass wir auch daher wirklich auch verstehen, Herr, wo wir auch die Finger von lassen sollen, wo wir auch uns, Herr, nicht mit beschmutzen sollen. Aber ich danke dir dafür, dass du uns nicht nur diese Warnung gegeben hast, sondern vor allem, Herr, dass du uns auch diese Hoffnung gegeben hast, dass auch all das Böse und Schlechte, dass auch der Teufel und Satan und all das Übel auf dieser Welt ein Ende haben wird. Aber nicht nur das, dass es ein Ende haben wird, sondern dass wir die Hoffnung haben, dass du auch wiederkommst und uns, zu dir aufnimmst. Dass dies auch geschehen wird. Und stärke uns doch bitte auch den Glauben darin, dass wir, wenn diese Worte in der Offenbarung lesen und in den ganzen Prophetenbüchern, Herr, dass wir auch wirklich sehen, was du getan hast, was du gesprochen hast, dass es auch geschehen ist. Und dass wir auch da wirklich Gewissen für die Zukunft, so schwer die Zeit auch vielleicht sein mag, dass du wirklich kommen wirst und wir auch dich erwarten können. Denn du hast es versprochen und alles, was du gesagt hast, was geschehen wird, ist doch passiert. Und so wird auch das geschehen, dass du auch wiederkommen wirst, Herr Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir diese Hoffnung haben und bitte dich darum, dass wir in dieser Hoffnung leben, dass wir diese Hoffnung den anderen Menschen mitteilen können, dass wir diese Hoffnung auch immer weiter studieren und verstehen. Dein Wille geschehe auch dort, Herr. Ich bitte dich in deinem Namen, Herr. Amen. Amen.